Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute möchte ich euch noch eine Idee vorstellen mit so einem Karton-Ordnungshelfer. Und diesmal habe ich die mit einem Stempel dekoriert sozusagen. Aber es geht ja eigentlich genauso wie die anderen. Also zuerst habe ich die natürlich dann grundiert mit brauner Farbe und danach mit Kreidefarbe in Kalkweiß habe ich die bearbeitet und mit Möbelwachs. Und oben habe ich die dann sozusagen mit einem Stempel gestempelt. Die finde ich auch total super. Und Möbelgriffe sind ja auch selbst dekoriert. Ein Video davon habe ich auch schon mal gemacht. Das könnt ihr euch angucken. Das geht ja auch ziemlich schnell. Das ist sozusagen nichts Kompliziertes, aber gefällt mir viel, viel besser. Und zum Vergleich hole ich jetzt eine Schublade hier raus. So sehen die ja aus. Und ich habe euch ja jetzt von hinten dekoriert, damit ich dann schön Möbelgriffe einbringen kann. Und wie gesagt, gefällt mir viel, viel besser so. Und Materialien, die ich benutzt habe, die werde ich euch auch zeigen, weil ich wollte ja das Video nicht so lange machen. Und das ist ja eigentlich so von der Arbeit, ist es immer eigentlich das Gleiche, wie ich das mache. Ja, und gleich zeige ich euch, wie ich das gemacht habe und was ich dafür gebraucht habe. Und dafür habe ich nochmal so diese Ordnungshelfer. Ich habe ja noch zwei Stück. Und die habe ich, also die Schubladen habe ich jetzt einfach umgedreht. So. Und dann schon ein paar Löcher gemacht. Und diese Löcher sind ja für diese Möbelgriffe gedacht. Und diese Möbelgriffe, so sehen die aus, die habe ich ja selbst gestaltet. Ein Video davon habe ich auch schon gemacht. Und die Schubladen habe ich erstmal grundiert und dafür habe ich ja Kreidefarbe Kakao genommen. Habe ich dann auch so zwei Schichten gemacht und danach habe ich noch zwei Schichten Kreidefarbe in Kalkweiß genommen. Erstmal natürlich dann alles trocken lassen und pinseln. Und da die Kreidefarbe ja sehr, sehr schnell trocknet, geht das natürlich sehr, sehr schnell. So, die Schubladen sind ja alle trocken. Und jetzt werde ich das ja mit Möbelwachs farblos erstmal bearbeiten. Dafür nehme ich Pinsel und trage erstmal alles mit dem Pinsel ein. Danach nehme ich einen Lappen und verteile das alles gleichmäßig und nehme das, was zu viel ist, weg. Jetzt nehme ich Möbelwachs dunkel. So. Und auch einen extra Pinsel dafür. Und da ja Möbelwachs im Dunkel so ziemlich flockig ist, werde ich das immer ein bisschen, oder ich mache das immer so, dass ich ein bisschen dann auf dem Deckel verreibe. Und bearbeite dann. Genau so. Erstmal trage ich dann alles mit einem Pinsel ein. So. Sieht natürlich ziemlich dunkel aus. So. Und nicht so gleichmäßig. Und jetzt nehme ich auch einen Lappen dafür und reibe das schön ein. So, und so sieht das jetzt natürlich nicht mehr so dunkel aus und aber auch gleichmäßiger. Und jetzt kann ich das mit Feuchtetuch bearbeiten. Also da reibe ich ein bisschen Wachs weg. So, das kann man ja schon sehen, dass das schon viel heller ist. Und das ist dann auch immer nach Geschmack. So viel wegreiben, wie man das so haben möchte, damit man so Vintage- oder Chevy-Style-Effekt bekommt.
Man kann natürlich auch einen Lappen nehmen, den ein bisschen anfeuchten und dann auch so bearbeiten. So. So kann man ja schon den Unterschied sehen. Kann man natürlich auch bis zur Grundierung sozusagen abreiben. So. Ich mache das immer so stellenweise, damit es nicht so gleichmäßig aussieht. Weil ich möchte ja sozusagen so einen Effekt haben, als ob das schon so eine alte Schublade wäre. So sieht das jetzt aus. Und es ist aber auch noch nicht fertig. Ich möchte auch noch ein bisschen mit einem Stempel etwas stempeln. Dafür habe ich dann so einen Stempel genommen. Der ist ja leider schon ein bisschen schwarz sozusagen von der Arbeit. Aber man kann natürlich auch nach Geschmack machen oder zum Beispiel gar nicht stempeln. Und dann so diesen Stempelkissen benutze ich, weil der ist ja ziemlich gut. Weil der trocknet sehr, sehr schnell. Und macht dann ein bisschen auf den Stempel und stempel das einfach da, wo ich das haben möchte. So, und dann einfach festdrücken. So. So sieht das aus. Damit das dann nur ein Hauch sozusagen davon da ist. Kann man natürlich auch ein bisschen mehr machen. Das ist ja wie gesagt immer Geschmackssache. So, kann man ja auch ein bisschen mehr machen. Mal ein bisschen mehr Stempeltinte nehmen sozusagen, damit man das ein bisschen vielleicht besser sehen könnte. So sieht das dann schon ein bisschen mehr aus. Und jetzt muss ich dann nur noch einen Griff befestigen und dann ist die Schublade ja schon fertig. Und so sieht dann die Schublade aus, wenn die fertig ist mit einem Möbelgriff. Wie gesagt, die habe ich ja selbst gestaltet. Könnt ihr ein Video davon ansehen. Und man kann das natürlich auch noch mit Modelliermasse zum Beispiel noch dazu dekorieren mit irgendwelchen Elementen, wenn man möchte, so als Beispiel. Aber ich würde es so lassen zum Beispiel, weil falls mir das nicht mehr gefällt oder so, oder ich komme dann auf andere Idee, kann ich dann natürlich den Griff abmachen. Und da ja die Schublade sozusagen von hinten dekoriert habe, kann ich dann natürlich hier vorne noch was machen. Und wenn ich dann natürlich hier mit Modelliermasse beklebe, dann steht die Schublade dann etwas nach vorne und nicht mehr sozusagen gerade da auf einem Platz. So, ich bin fertig. So sieht das jetzt aus. So, diese Karton Aufbewahrungsbox gefällt mir viel besser als nur in Grau mit ein bisschen Stempel und ein paar Schubladenknöpfe. Sieht das ja schon ganz anders aus. Ja, wie gesagt, das kann man natürlich immer nach Geschmack alles gestalten, was Farbe angeht oder Türknöpfe. Also kann man sich ja austoben, wie man möchte. Das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.